Ich habe schon so das, die Vermutung, wem der durchgehört, aber ich denke, erst einmal sagen wir seinem Vater Bescheid. Dann wird Hagrid mal richtig sauer. Weil ich habe so genau die Vorstellung, wie dieser Dolch gehört. Und diesem jemand würde den Dolch in die Brust rammen. Und zwar sehr tief. Kann man mich mal in Ruhe etwas trinken? Dein Sohn ist tot. Darin verteidigte eine Frau hier vor einer Schlägertruppe. Wen scheint dich durch dich durchzustarren? Mein Junge ist gestorben, während ich hier war. Oder bei der Ehefrau. Sie sagte immer, dass aus mir nichts werden würde. Aber ich hätte niemals gedacht. Du musst Oda erzählen, was passiert ist. Das kann jetzt nicht geändert werden. Du musst dich entscheiden, dein Leben weiterzuleben. Paladin antwortet natürlich. Du hättest ihn genauso gut selbst töten können. Nein, das ist zu harsch. Sagen wir einfach ja. Wade blickt in den Humpen zwischen seinen Händen. Das war's dann also. Es gibt kein Zurück mehr. Ich habe meinen Sohn enttäuscht. Das kann jetzt nicht geändert werden. Du musst dich entscheiden, dein Leben weiterzuleben. Du musst Oda erzählen, was passiert ist. Was hat das noch vor ein Zweck? Es ist vorbei. Unser Sohn ist tot. Sie würde mich niemals zurücknehmen. Ich gehöre hierher. Das müssen wir vielleicht auch noch klären. Aber jetzt gehen wir erstmal einen Mörder jagen. Und niederstrecken. Oh, und wieder Level-Ups, fällt mir gerade so auf. Alof? Alof. Kriegt einfach mal Wissen, dass er Wissen auf 10 hat. Wie viel Zauber kann ich auswählen? Einen. Führt dazu, dass der Zaubervölker versetzt erscheint, wodurch dessen... klingt nicht... Bewegungseifer des Verderbens. Na, nicht so toll. Arkaner Dämpfer. Erzeugt ein entkräftetes Feld, magische Energie, Effekte auf Feinde mehr aufgehoben werden. Nee. Bewegungsverzögerung des Mühsals. Verwundbarkeiten bloßstellen. Deckt für alle sichtbar die Schwachstelle des Feindes im Kampf auf, wodurch dessen Schadensreduktion verringert wird. Wirkungsradius. Effekte Feind im Wirkungsradius minus 5 Schadensreduktion, Abwehrkonzentration. Das würde ich gerne nehmen. Genau. Bonuszauber durchdringende Explosion. Konzentrierte Kraft, wodurch die Schadensreduktion. Zauberbuch Slam, nein. Arcana Schleier. Zweimal pro Runde. Nee, ich würde gerne die Explosion verstärken. Genau, erledigt. So, und was können wir bei Kanna Tolles machen? Auch sein Wissen verstärken, aber ich glaube seine Athletik und sein Überleben sind gerade wichtiger. So, eine Beschwörung. Beim Klang seiner Stimme lebt Feinde im Wirkungsbereich. Benötigt 4 gesungene Phrasen. Beschwört 3 Lindwürmer auf. Mein Sohn, erblickst du deine Schwestern hinter dem Moor? Häufer stolz sehen. Seelenfragmente haben und 2 Willow-Wisps zu erschaffen, die für die Gruppe kämpfen. Feinde im Wirkungsbereich verschrecken. Ich glaube, ich nehme das Würm, die Lindwürmer. Geliebte Geister. Verbessert die Verbindung des Sängers zu dem Gesell, wodurch die Heilfähigkeit der uralten Erinnerung erhöht wird. Uralte Erinnerung?
Offensiv, defensiv, Unterstützung, Wundpflege macht er bei sich selber, oder? Ja, ich nehme, glaube ich, mal geliebte Geister. Nehme ich das mal. Following your lead. Feldlazarett, Leiden unterdrücken. Was zur Hölle ist uralte Erinnerung? Weil das sind ja alles nur meine Liederteile. Ja. Ja. Gucken wir mal kurz in Kadas Buch. Ah, uralte Erinnerung. Gibt uralte Erinnerung. Passiv. Muss Gesang sprechen. Geschwindigkeit, bla bla. Verbündete im Wirkungsradius plus 0,9 Ausdauer. Ausdauerregeneration. Ja, sehr schick. Okay, jetzt aber erst einmal hier oben hin. Hierhin nämlich. Das ist nämlich jetzt für mich am wichtigsten. Du heißt nämlich Bragan mit einem dicken, fetten B. Ich habe genauso viel Recht hier zu stehen wie die Kerle, die in das Bordell da gehen. Wenn es ihnen nicht passt, was ich zu sagen habe, dann können sie auch woanders hingehen. Zeig ihm den Dolch, den du bei Derin gefunden hast. Gehört dir das? Ja, der gehört mir und niemand fasst meinen Dolch an und kommt lebend davon. Spar dir die Schwierigkeit, für ein bisschen Kleingeld kannst du deinen Dolch und dein Leben behalten. Na komm, versuch's doch einfach mal. So. Jetzt geht's hier ordentlich zur Sache. So, du wirkst bei Stopp und du bombst auch noch mal gleich einen rein. Oh, da hinten ist ein Magier. Und zieht die ganze Kerkrampfaktion auf den. So. Und so, weg mit dir. Was willst du noch du? Und weg sind sie. So. Das wäre dann mal erledigt. Ein durchnässtes Zauberbuch kannst du haben. Ist hier noch was Besonderes? Eine gute Lederrüstung. Eine Pistole? Nein, das kann dann alles weg. So. Ah. Tagebuch. Ich habe Bregan und seine Schergen getötet. Right. Das heißt, ich kann Oda jetzt die traurige Nachricht überbringen. Mit wenigstens etwas Trost. Da oben. Und ja, ich muss sagen, Pelagina in der Truppe zu haben, macht doch schon einiges gut. Schadensreduktion, Angreifer, Bereichtreffer, leichter Treffer. Okay. Was hast du da doch? Ah, das macht bei dir dasselbe. Eifrige Ausdauer, Verteidiger. Und ich habe noch diesen Bonus hier. Hast du meinen Derin schon gefunden? Derin wurde ermordet, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll.
Aber er ist gestorben. Deine Trauer muss unvorstellbar sein. Du solltest dich vielleicht hinsetzen. Darin wird nicht zurückkommen. Sagen wir das mal. Oder fällt den Mund auf und sie starrt dich schockiert an. Mein Junge ist tot? Das kann nicht sein, was ist passiert? Darin hat eine der Prostituierten vor ein paar Schlägern beschützt. Er war sehr tapfer, du solltest stolz auf ihn sein. Sie schluchzt und hält sich schnell die Hand vor den Mund. Ihre Augen schimmern hell vor Tränen. Bei den Göttern, wie könnte es das besser machen? Ich hätte meinen Jungen niemals für diese Frau sterben lassen. Dennoch, sie wirkt in ihren Ärmeln. Ich kann nur beten, dass die Götter im nächsten Leben gnädig bestimmt sein werden. Vielleicht gibt es Hoffnung für eines meiner Kinder. Nach mehreren Sekunden verstrichen sind schließlich sie schließt sie ihre Augen und schluckt. Die Wahrheit zu kennen ist wohl besser, als sich immer zu fragen. Danke, dass du mir zumindest die Antwort auf meine Fragen gebracht hast. Hier bitte nimm das. Ich habe viele Anhänge für Darin gesammelt, um sie ihm eines Tages zu geben. Aber jetzt wird er es nicht mehr brauchen. Außerdem bezweifle ich, dass ich noch ein anderes Bild bekommen werde, dem ich sie vermachen könnte. Was habe ich denn bekommen? Einen guten Dolch. Schwacher Ring des Schutzes. Du trägst sowas noch nicht. Dann kannst du sowas mal tragen. Die Dietriche können weg. Guter Dolch kann weg. Und die können auch mal weg. Mit was kann ich den hier eigentlich verstärken? Sekundärer Schaden. Ich könnte ihm eine Feuer, eine Frost oder eine Rostpeitsche hinzufügen. Und erschlagen Fähigkeiten. Wow, ist das teuer. Das ist teuer. Gegen Humanoid jedenfalls primitiver und so geht einigermaßen. Ich könnte ihm aber eine Frostpeitsche Gefrierenschaden hinzufügen. Ruhewasser habe ich dafür ja genug. So. Dir könnte ich eigentlich auch noch eine Feuerpeitsche. Aber nee, lassen wir das erstmal. Ja. So, damit wird das erledigt. Auch wenn es wirklich schmerzlich war. Die Quest müsste damit jetzt endlich abgeschlossen sein. Ja. Ich habe Darins Leichnam gefunden. Seine Seele zeigte mir, ja. Oder wird wissen wollen, was sich zugetragen hat. Natürlich kann ich auch Darins Mörder ausfindig machen und sie zur Strecke bringen. Ja. Mhm. Gut, damit wäre das erledigt. I often dreamed of visiting the republics. There, at least, the people value trade. Trade of all things, it's true. And competition between the republics keeps us strong. Rauatai is a unified nation with fleeter ships. Someday it may prove a worthy competitor. There's more to dominating trade than fast ships. Maybe you could write a poem to help your countrymen figure it out. Die hat einen netten Akzent, muss ich sagen. Ich finde ja cool, dass sie das gelassen haben, die Stimmen zu synchronisieren. Auf Deutsch. Das Original gefällt mir irgendwie besser. Muss ich sagen. Und bis jetzt sind mir auch irgendwie alle Charaktere in dem Spiel sympathisch. Also alle NPCs, also alle Gruppenmitglieder, die ich haben kann. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass ich Sagani jetzt für eine Weile wegschicken musste. Hallo Kolfek. Ein ziemlich junger Elf. Du kannst dich einfach zu jemandem ins Haus hineinversetzen. Was glaubst du denn, wer du bist? Ich bin ein Freund von Brikanta Domenel. Er geht einen Schritt zurück. Jetzt mach aber mal langsam. Ich halte mich von den Domenels fern, verstehst du? Damit hier können wir doch bestimmt abschließen. Was hast du getan, um sie derart wütend zu machen? Ich habe ihr gesagt, sie sei nicht mein Typ.
Naja, vielleicht nicht so taktvoll, aber ich wollte keine Schwierigkeiten mit dem gefährlichsten Bodyguards Trotzbucht. Wer hätte ich ahnen sollen, dass sie es so persönlich nehmen würde?